Herzlich willkommen zurück zu Pokémon Kolosseum. Ich bin ziemlich froh, dass der Bürgermeister über einen Monat auf mich gewartet hat, in dem ich nicht aufgenommen habe bzw. trainieren war. Aber zum Glück kann ich jetzt gegen ihn antreten. Und der hat seine Pläne nicht umgesetzt. Das finde ich ziemlich nett von ihm, dass er extra auf mich wartet. Ich sag mal so, das macht nicht jeder. Keine Ahnung, Mafia-Boss. Okay, er leadet immer zufällig. Das ist gut zu wissen. Soll ich Ambien jetzt Opfer? Oder soll ich es rausnehmen? Ich nehme es mal lieber raus. So ein Metacross. Jetzt natürlich schön, wenn ich treffe. Yep, ich treffe. Zieht nicht ganz so viel ab, ich habe mir ein bisschen mehr auf. Er macht Schwerttanz, das ist natürlich gut. Für mich. Ich kann nur hoffen, dass er jetzt nicht auf Entei geht. Gut. So, Flamethrower sollte hier reichen. Ist ja schließlich vierfach Schwäche, die Sherox da hat. Ja, reicht perfekt. Okay, mega. Megani bekommt auch noch seine EXP. Bis ist doch gut. Das mache ich auf Slowking. Gleichzeitig mache ich Psychic auf Machamp. Oder Machamp, keine Ahnung. Hat leider nicht gereicht. Habe ich mir schon fast gedacht. Das hat auch nicht gereicht. Bulk up, was ist das? Was bringt das? Okay, kann ich mitleben. Das geht jetzt natürlich auf Entei. Gut. Solange es nicht K.O. geht, ist alles gut. Psychic auf Machamp, genau. Mir ist aufgefallen, dass CH im Englischen meistens, oder meistens als, ja, eigentlich schon meistens als K ausgesprochen wird, aber es gibt halt immer diese Ausnahmefälle. Wie zum Beispiel Machamp. Ich bin ziemlich sicher, dass es Machamp heißt. Ich glaube, diesmal bin ich guter Dinge, wenn ich dann beim Schatten-Pokémon, was dazwischen kommt. Ich hatte auch vorher mal einen Versuch, den habe ich aber verloren und dafür wird es gar nicht erst reinschneiden. Da habe ich. Hätte ich auch fast gewonnen. Aber ich hatte auch leider das Pokémon nicht gefangen. So, Salamence, was mache ich denn da jetzt am besten? Ich glaube, ich nehme erstmal das raus. Ich weiß nicht, inwieweit das was wird. Ja, habe ich mir gedacht. Nicht sehr effektiv. Ich finde den Drachentypen etwas OP. Oder sollte ich vielleicht mal heilen? Wäre nicht schlecht. Zum Glück. Und das ist tot. Okay.
Entei kann ich verkraften. Metacross kann ich eher weniger verkraften. Das war eigentlich eher so mein Tank. Ah, das ist eine tödliche Kombo. Auf jeden Fall Espion. Und Ambulieren mach ich's mal so. Leta King muss ich sowieso erstmal ausruhen. So, was mache ich jetzt? Mach ich einmal Psybe. Und dann bist du nochmal Biss. Damit hätte das denn sein Angriff komplett gewastet, oder? Okay, das ist jetzt schade, dass mein Biss nicht auf Leta King geht. Jetzt kommt sein Krypto wahrscheinlich. Ja, das ist es. Sandstorm ist nicht so toll. Ja, das macht nichts. Ach, jetzt habe ich Espion drin. Ist der Typ Psycho. Ich weiß halt echt nicht, was ich machen soll, wenn ich das Fang verkacke. Ich hoffe mal, es reicht, aber ich bezweifle es. Ach, schade. Crush Claw, was ist das denn? Nach seiner Angriffssteigerung war die Wahrscheinlichkeit ziemlich gering, dass ich das schaffe. Ich hoffe mal, dass ich hier mit Quacksal noch was reißen kann. Ich weiß, den Meisterball will ich nicht werfen. Ah, wieder mal Rückstoß. Surfer mach und bis da müsste es doch was werden, oder? Oh, das ist gut. Der Tank Slay King das noch. Der Tank Slay King noch das Surfer von Molot. Mal schauen, wie viel es abzieht. Ist jetzt spannend. Ah, so viel war es gar nicht. Ich denke, jetzt werde ich die ersten Bälle draufschmeißen. Ah, davon habe ich genug. Meisterbälle auch, also im größten Notfall werfe ich einen Meisterball. Machen wir mal das. Vielleicht B drücken ja doch was. Ah, wäre zu schön. Ich habe schon wieder keinen Timerball geworfen. Ich bin so dumm. Thank you.
Rüstung. Ach man, warum vergesse ich das immer? Ich werde jetzt auf Moonlight wahrscheinlich gehen. Das heilt schön. Komm bitte, 2. Ja! Das hätte ich jetzt nicht erwartet. Nein, mein... Sogar mein ultimatives Pokémon. Schade gelaufen. Halt! Lustig, dass die Halt so sagen. Cypher wurde besiegt. Der Schattenkampfplan endet jetzt. Cosma, seid ihr okay? Pikachu, was macht Pikachu hier? Verflucht seist du, vergiss nicht, was du getan hast. It won't end this way next time. I will warn you the next time, I promise you that. No, he's trying to escape with the helicopter. Ha, let us meet again. Our bid to take over the world using Shadow Pokémon hasn't ended yet. Stürzen da ein. Your plan? I think it just ended. What? You and your cronies are under arrest. Oh, what is that? Nice. It's a legendary Pokemon. It's a Ho-Oh. It really is a Ho-Oh. It's incredible. It must have been keeping an eye on your hero. Heroics from the sky above. You obviously earned its support. Of course, it would also never allow criminals to get off scot-free. Not when they are guilty of an outrage like creating Shadow Pokémon. Oh wow, so Ho-Oh's boss watching over us? I guess it's finally over. We faced a lot of challenges, but thanks to you, Nirk, everything has been resolved. Nirk, thank you, you were strong, you answered the call, and you were cool. Look at that, Ho-Oh is so close. So true, this is the first time I've seen one up so close. Cosma and Nirk, the Ho-Oh is blessing you for your victory. Such a perfect outcome, yes indeed. Ich suche gerade die ganze Zeit nach der perfekten Stelle fürs Thumbnail. Und jetzt kommt der Abspann. Also die Credits. Die Hauptsache ist sozusagen vorbei. Okay, kennt man hier jemanden? Katsunori. Keine Ahnung. Ich weiß nicht, ich werde, denke ich mal, noch diesen Kampfturm machen. Und gucken, was es dann noch so zu tun gibt. Ich muss auch noch alle Kryptos fangen. Also wie gesagt, es gibt noch einiges zu tun. Ich werde mich mal dort dafür informieren. So, was das nächste geplant ist, muss ich erstmal gucken. Ich werde wohl die letzten Tests weiterführen. Sonst fällt mir jetzt auch nichts ein. Aber witzig, dass ich jetzt nach 10 Monaten oder so durch habe. Also zumindest vom Aufnehmen her. Ich muss ja noch hochladen. Aber Pokémon Saphir wird wohl das Projekt bleiben, wofür ich am längsten gebraucht habe. So, wie lange geht das denn noch? Ach, hier die Localization. Thomas Altenhövel und Andrea Jähn
habe ich also die ersten 25 Parts zu verdanken. Ich suche die ganze Zeit nach irgendjemandem, den ich kenne, aber irgendwie. Chihiro Kobayashi habe ich schon mal gehört. Aber nicht aus Chihiros Reise ins Zauberland. Koshi Kondo kennt man natürlich auch. Und HAL Laboratory hat es auch entwickelt. Miyamoto kennt man auch. Satoru Iwata, Ruhe und Frieden. Ich klicke jetzt mal auf Nein. Gucke ich mir das noch kurz an. Snacklist? Ne, hier nicht. New System done. We, that's myself and Zach in Pirate, developed a new system of downloading data automatically to your PDA. From now on, information about Shadow Pokemon should arrive directly from people connected to the network. Check it out. Steht jetzt, wo die sind, oder wie? Ne, steht's nicht. So, und das war's jetzt erstmal mit diesem Part und dann bis zum nächsten Mal. Tschüss.